ein Bericht aus der Aachener Nachrichten von Donnerstag, 5. Januar 2023. Frankreichs drohende Gelbwestisierung. Emmanuel Macron will seine Rentenreform umsetzen. Gewerkschaften und die Opposition rüsten sich zum Kampf. Es war nur eine simple rhetorische Frage in einer Silvesteransprache, aber Emmanuel Macron brachte sie heftige Kritik ein. In seiner Rede zählt der französische Präsident die Herausforderungen auf, die das Jahr 2022 bereithielt. Wer hätte den Krieg auf europäischem Boden vorhersehen können, fragte er. Die Inflation oder die Klimakrise mit spektakulären Effekten in unserem Land? Sofort folgte ein empörender Aufschrei von Wissenschaftlern und Klimaaktivisten. Seit langem warnten sie genau davor. Macron rechtfertigte nur seine eigene Untätigkeit in Sachen Klimaschutz. Für den 45-Jährigen ist es der schroffe Beginn eines Jahres, das schwierig werden dürfte. Am Freitag trifft der Vertreter der Gesundheitswesen vor dem Hintergrund einer Krise in den überlasteten Krankenhäusern. Am nächsten Dienstag stellt Premierministerin Elisabeth Bonnet die Grundzüge der Rentenreform vor, die Macron bis Sommer umsetzen will, als sein wichtigstes Projekt dieser Amtszeit. Schon 2019 machte der Präsident seinen ersten Anlauf, um das Renteneintrittsalter zu erhöhen und die 42 bestehenden Systeme für die verschiedenen Berufsgruppen in ein einziges zu überführen. Nachdem das Gesetz nach zähen Streiks fast beschlossen war, setzte die Corona-Pandemie ein und Macron legte das Projekt auf Eis. Nun geht es ihm nur noch um die schrittweise Anhebung des Rentenbeginns von 62 auf 64 oder 65 Jahre, um das System zu sanieren. Dies hat er vor seiner Wiederwahl im April 2022 klar angekündigt. Trotzdem steht er einer breiten Front von Gegnern gegenüber. Einer Umfrage des Instituts Harris Interaktiv zufolge lehnen 54% der Franzosen und der Französinnen das Gesetz ab. Die Gewerkschaften haben Widerstand angekündigt. Ebenso die Parteien des linken Spektrums sowie des rechten, Rassemblement National. Besonders schwer tun sich die konservativen Republikaner, die seit Jahren für eine Reform der Alterssicherungssysteme plädieren. Nun aber nennt der neue Parteichef Eric Coty Macrons Pläne zu brutal und verweigert bislang die Zustimmung. Doch Macron ist auf Allianzen mit einer anderen Fraktion angewiesen, seit seine Partei Renaissance im Juni die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hat. Dass er diese auflöst und Neuwahlen ausruft, wird nicht ausgeschlossen. Sonst bleibt noch die Möglichkeit, die Reform mit Hilfe des Sonderparagraphen 49,3 ohne Votum am Parlament vorbei durchzusetzen. Hier hafte dann der Makel an, nicht demokratisch beschlossen worden zu sein. Das wiederum droht die Menschen nun erst recht auf die Straße zu bringen. Schon jetzt kündigte die Linkspartei La France Insoumisie, das widerspenstige Frankreich, kurz LFI, sich einem Protestaufruf mehrerer Studentenvereinigungen am 21. Januar anzuschließen. Im Januar wird es heiß, kündigte LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon an. Seit Jahreswechsel werden die Gaspreise weniger stark gedeckelt. Ab Februar auch die Strompreise. Dies könnte die Ängste der Menschen noch entfachen. Beobachter warnen vor einer, hört zu, Gelbwestisierung des Landes in Bezug auf die Protestbewegung im Herbst 2018. Auf Frédéric Dabi, der Direktor des Meinungsforschungsinstituts IFOP, spricht von einer intensiven Konfliktsituation mit zwei großen Feuersäulen. Einerseits die Themen Inflation und Kaufkraft, andererseits die Rentenreform. Das war aus der Aachener Nachrichten. Warum lese ich euch das vor? Es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Was in Frankreich ist, ist in Deutschland auch. Und wenn wir nicht anfangen, uns wie die Franzosen zu benehmen und wirklich auf die Straße gehen und unsere Rechte einfordern, dann sind wir im Arsch. Deswegen
Die haben Angst, nur vor dieser Bewegung. Das habe ich euch schon zigmal gesagt, das sage ich euch auch noch 100 Mal, weil das sieht man allein ja schon an der Überschrift. Also Leute, Samstag rausgehen, auf die Straße, gelbe Weste an und los. Es ist Zeit, es ist jetzt die Zeit.